Sie ist etwa 1,5 Meter lang und hochgiftig, die Monokelkobra, die seit Sonntag aus diesem Mehrfamilienhaus spurlos verschwunden ist. Die Behörden warnen eindringlich. Wir rufen die Bevölkerung weiterhin dazu auf, aufmerksam und vorsichtig im Umfeld zu sein. Bleiben Sie möglichst auf befestigten Wegen und vermeiden Sie es, durch hohes Gras oder dichten Bewuchs zu gehen. Solange keine Klarheit herrscht, dürfen die Bewohner vorerst nicht zurück in ihre Wohnungen. So wie Lisa Marie, die die Schlange als letzte im Hausflur gesehen und fotografiert hat. Ich stand auf der Treppe und habe nur noch gezittert und wusste nicht mehr weiter und bin dann auf einmal nur noch hochgerannt, weil die halt auch Geräusche von sich gegeben hat, gekrochen ist und halt mit dem Schwanz halt gewackelt hat. Geschätzt 100.000 Schlangen werden in Deutschland als Haustier gehalten. Ob Kornnatter, Boa Constrictor oder Cobra, was nicht im Zoofachgeschäft erhältlich ist, wird übers Internet angeboten oder schon ab 30 Euro auf Tierbörsen verkauft. Doch mancher Reptilienfreund ist später überfordert und entsorgt das Tier einfach in der Natur. Knapp 30.000 Kriechtiere landeten so in den letzten 5 Jahren im Tierheim. Das Problem, die gesetzlichen Vorschriften zur Haltung von Schlangen sind von Bundesland zu Bundesland verschieden. Jemand, der solche Tiere halten möchte, muss sich kundig machen, was in seinem Bundesland für Gesetze vorliegen und ob es zusätzlich extra Regelungen der eigenen Kommune gibt. Die zum Beispiel ein polizeiliches Führungszeugnis, einen Sachkundenachweis oder einen Amtstierarztbesuch verlangen kann. Wer für die Kosten der Suchaktion aufkommen muss, ist noch unklar. Bei einer vergleichbaren Aktion 2010 in Mülheim wurden einem Schlangenhalter 38.500 Euro allein von der Feuerwehr in Rechnung gestellt.